Rückenbeschwerden sind natürlich immer noch ein bisschen da, aber es ist schon deutlich besser. Und ja, bei so Heim-WM will man natürlich unbedingt am Start. Deswegen muss man halt jetzt mal ein bisschen auf die Zähne beißen. Und ich habe jetzt 3 Trainingstage hinter mir. Das ist einigermaßen gut gegangen. Und jetzt werde ich halt morgen schauen, herangreifen und schauen, was rauskommt. Ja, es ist natürlich jetzt nicht die optimale Vorbereitung, sage ich mal. 3 Wochen auf dem Sofa zu Hause und dann 3 Trainingstage und dann eine WM fahren, aber es ist sowieso jetzt so, wie es ist. Also ich habe alles dafür gegeben, dass ich hier dabei sein kann. Es war eh schon ein Kampf und jetzt bin ich eigentlich ganz optimistisch. Also ich fahre nicht nur mit, damit ich dabei bin, sondern wenn ich mitfahre, habe ich schon gesagt, dann will ich natürlich auch vorne mitkämpfen können. Und vom Skifahrerischen her schaut es ganz gut aus, wie das natürlich dann beim Rennen ist und bei einer langen Lauflänge. Weiß ich natürlich nicht, weil ein bisschen was an Kraft ist natürlich auch verloren gegangen. Also die Maria ist auch ein Kämpfer und ich war am Semmering auch krank und habe da die Zähne zusammenbissen und habe es aufs Podium geschafft. Und das gibt einem natürlich schon ein bisschen der Zuversicht. Aber wie gesagt, die Vorbereitung war jetzt nicht optimal und man muss da schon ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also ich werde jetzt sicherlich nicht als Top-Favoritin hier gelten, aber ja, vielleicht für eine Überraschung kann ich dann vielleicht sorgen.